Eine Woche Kreuzfahrt für nur 333 Euro. Da kann man sich die Frage stellen, geht das eigentlich? Die Antwort ist auch relativ kurz, und zwar ja. Denn der WDR hat kürzlich ein Angebot von Costa getestet. Costa hat nämlich am Black Friday im letzten Jahr eine Mittelmeerkreuzfahrt mit der Costa Luminosa ab Venedig einmal durchs östliche Mittelmeer für nur 333 Euro in der Innenkabine angeboten. Der WDR hat das Ganze jetzt getestet. Und heute in dem Video geht es einfach mal darum zu zeigen, wie der Test so abgelaufen ist und was ich so für Tipps für euch habe, wenn ihr auf der Suche nach Schnäppchen seid. Eigentlich klingt es ja zu schön, um wahr zu sein. Eine Woche Kreuzfahrt, Vollpension, alles inklusive im Prinzip für nur 333 Euro ein Angebot. Das hatte ich auch kurz im Blick am Black Friday letztes Jahr bei Costa. War dann aber doch nicht so spontan, dass ich es buchen konnte. Aber der WDR hat es ja jetzt auf jeden Fall mal getestet. Und in dem Video, ich habe es unten in der Beschreibung verlinkt, könnt ihr euch auf jeden Fall mal auch mal anschauen, wie der ganze Test abgelaufen ist. Das sind gut 45 Minuten, die der Beitrag geht. Zuallererst würde mich natürlich auch noch interessieren, hast du schon mal ein Schnäppchen gemacht oder hast du vielleicht auch einen Tipp, wie man am besten ein Schnäppchen macht? Dann schreibst du am besten mal in die Kommentare, dann sehe ich das mal, bekommt dann mal einen Überblick und alle anderen vielleicht auch noch ein paar neue Tipps, die ich jetzt nicht im Video aufzähle. Ansonsten einmal kurz zu den Fakten, zu der besagten Tour durchs östliche Mittelmeer. Die startete im Anfang Dezember, war das genau gesagt, der Termin, der wirklich so günstig war, und startete in Venedig und führte dann über Griechenland, Piräus und Kroatien dann eben wieder zurück nach Venedig eine Woche lang. Und wer von euch schon mal mit Costa gefahren ist, der weiß, bei den 333 Euro ist es schwierig, wirklich dabei zu bleiben, denn bei Costa sind ja zum Beispiel Trinkgelder inklusive, aber alle anderen Getränke oder auch Spezialitäten, Restaurants, alle weiteren Aktivitäten, Landausflüge, wie das so üblich ist, muss man natürlich zuzahlen, sodass es wirklich schwierig wird oder es wirklich was für wirkliche Schnäppchenexperten ist, die das wirklich durchziehen können, wirklich nur bei den 333 Euro in der einen Woche zu bleiben. Im WDR-Test kam dann auch im Laufe der Tage so der ein oder andere Euro zusammen, auch wenn man natürlich verschiedene Angebote einfach mal getestet hat, wie zum Beispiel den Sparbereich. Aber letztendlich muss man sagen, bei 333 Euro sind das nur knapp 50 Euro pro Nacht. Und da findet man kaum schon ein Hotelzimmer eigentlich sonst für. Und man muss eben bedenken, dass man Frühstück, Mittag, Abendessen auf jeden Fall schon inklusive hat, zumindest in den Buffet-Restaurants. Und was auch in dem WDR-Beitrag deutlich wird, ist die Tatsache, dass das natürlich ein Angebot ist, das wirklich sehr stark begrenzt ist. Dort im Beitrag hieß es, dass ungefähr 20 Kabinen davon profitieren konnten. Und der Großteil der Kreuzfahrer, die eben auf dieser Reise waren, haben natürlich dementsprechend dann noch mehr bezahlt zum Beispiel. Und so gleicht sich das dann für die Reederei natürlich auch aus. Man kann das vielleicht vergleichen zum Beispiel mit der Fluggesellschaft Ryanair, wo es ab und zu einfach mal wirkliche Schnäppchenangebote gibt für wenige Euro, unter 5 Euro, dass man mal fliegen kann. Aber der Großteil zahlt dann eben doch mehr. Und gerade wenn man kurzfristig bucht, zahlt man eben doch deutlich mehr auch. Und so ähnlich kann man sich das dann bei den Reedereien auch vorstellen, dass es dann eben so eine Mischkalkulation gibt mit Schnäppchen, aber zum Beispiel auch die Leute, die in Suiten wohnen, was auch einmal in dem Beitrag angesprochen wird, die zahlen natürlich deutlich mehr. Auch wenn die Leistungen immer relativ ungefähr die gleichen sind. Klar, für Suiten gibt es immer ein bisschen mehr noch. Aber so gleicht sich das für die Reederei dann auch ungefähr aus. Und die Reederei verdient dann natürlich erst durch zusätzliche Ausgaben an der Kreuzfahrt überhaupt. Kommen wir zu meinen Tipps. Ich habe mich in meinem Blog ja auch schon mal hier und da damit befasst, wenn es darum geht, welcher Reisezeitraum ist für Familien oder Paare der idealste oder wie machen es Alleinreisende am besten. Grundsätzlich kann man immer sagen, dass der Reisezeitraum mit so das entscheidendste Kriterium ist, um ein Schnäppchen zu bekommen. Nämlich, wie sich jeder denken kann, wie es bei anderen Urlaubsreisen auch ist, ist Ferienzeiten sind immer schwierig. Und bei den Kreuzfahrten ist dann wirklich die Zeit so Dezember, Januar, gerade was den Mittelmeerbereich angeht, so wie die Reise jetzt auch stattgefunden hat, wirklich einer der günstigsten Zeiträume, die es eben so gibt. Gerade die Wochen vor Weihnachten und dann die ersten Januarwochen, ausgenommen natürlich die Weihnachtsferien, da kann man wirklich immer einige Schnäppchen machen. Ich hatte es zum Beispiel im letzten Jahr, war ich ja noch mit der Mein Schiff Herz, seinerzeit noch Mein Schiff 2 unterwegs. Und die Reise gab es teilweise auch für 745 Euro für 11 Nächte, all inclusive, wie es ja bei TUI ist. Und das gab es teilweise sogar in der Außenkabine, das Angebot, wo man dann wirklich auch für TUI-Verhältnisse relativ günstig unterwegs war. Aber genauso gut kriegt man bei AIDA dann auch mal, wenn man Glück hat, eine Woche Kreuzfahrt für 400 Euro oder 450 Euro, je nach Schiff und Route. Grundsätzlich kann man bei jeder Reederei eigentlich so Schnäppchen machen. Klar, die Premium-Reedereien, da wird es natürlich etwas schwieriger mit den wirklichen Schnäppchen, aber die auf dem Massenmarkt tätig sind, TUI Cruises, AIDA, Costa, MSC etc., da wird es auf jeden Fall schon mal deutlich einfacher und
Die überbieten sich auch praktisch wöchentlich mit neuen Angeboten. Es gibt ja fast überall Wochenangebote, Wochenendangebote. Und zu speziellen Tagen wie dem Black Friday, Ostern etc., Valentinstag jetzt kürzlich, gibt es ja auch immer noch besondere Angebote. Die Angebote haben meist eins gemeinsam: Die günstigen Angebote sind wirklich immer nur für Innenkabinen. Sprich, wer jetzt gar kein Fan von Innenkabinen ist, da wird es schon mal immer schwierig mit den Schnäppchen. Ich habe jetzt auf meiner letzten Kreuzfahrt auch festgestellt, dass die Innenkabine jetzt gar nicht so verkehrt war. Vielleicht hatte ich auch einfach Glück mit der Lage, aber an sich kann man das auch einfach mal ausprobieren. Aber klar, hat man eben kein Fenster, keine Frischluft und so weiter. Auf Dauer ist das natürlich was anderes, dann immer gemütlicher. Und gerade wenn es ein Urlaub ist, soll es natürlich auch schön sein. Kurz zu meinen Erfahrungen: Ich habe die besten Erfahrungen jetzt gemacht an Black Friday oder Ostern, dass man da relativ gute Angebote finden konnte. Sprich, Ostern liegt ja jetzt bald wieder vor der Tür. In wenigen Wochen ist es ja soweit schon wieder. Und dann wird es, schätze ich, auch wieder ein paar gute Angebote geben, gerade wenn man schon für den Dezember oder so wieder buchen will. Und ansonsten kann ich nur als Beispiel AIDA nennen. Da ist meist so 4 bis 6 Wochen ein guter Zeitraum vorher. Sprich, wenn man relativ spontan ist, dann kann man da auch meist gute Angebote bekommen. Das hängt zum Teil damit zusammen, dass verschiedene Reiseveranstalter Kontingente erstmal reservieren und die dann an AIDA zurückgeben, eben in dieser Frist. Und AIDA die dann auf anderem Wege nochmal versucht loszuwerden. Die übrigen Kapazitäten. Und so kann man da häufig nochmal gute Angebote kriegen. So ist es grundsätzlich bei den Last-Minute-Angeboten. Das ist meist noch etwas einfacher, und die liegen dann auch deutlich häufig unter den Katalogpreisen. Das ist natürlich wiederum schwierig, wenn man spezielle Kabinenbedürfnisse hat, wenn man als Familie reist und unbedingt eine Viererkabine haben möchte oder eine größere Kabine. Oder auch die Suiten alle, die sind natürlich stärker begrenzt und da muss man dann wirklich dann doch eher frühzeitig buchen und bekommt nur mit etwas Glück auch mal die Chance, dann Last Minute das richtige Angebot noch zu finden. Und letztendlich hängt der Reisepreis natürlich auch häufig noch vom Reisegebiet ab oder vom Reiseziel ab. Das Mittelmeer ist immer verhältnismäßig günstig. Die Nordrouten, die vor allem ja auch im Sommer und dann teilweise auch eher in den Sommerferien angefahren werden, sind immer verhältnismäßig etwas teurer. Hängt aber auch mit den ganzen Gebühren an, zusammen, die dort in Nord- und Ostsee erhoben werden, dass das da einfach alles etwas teurer ist, was sich dann wiederum auf den Reisepreis auswirkt. Kommen wir zum Fazit, gerade auch zu dem WDR-Beitrag. Der zeigt auf jeden Fall, dass es sich lohnt oder dass man auch wirklich immer mal wieder die Möglichkeit bekommt, echte Schnäppchen zu machen. Klar, mit den 333 Euro wird es schwierig, wenn man Ex-Zusatzkosten wie Anreise, Getränke etc. dazu zählt. Aber generell ist es eigentlich schon theoretisch möglich, für 333 Euro eine Woche Vollpension auf der Kreuzfahrt zu genießen. Grundsätzlich helfen natürlich immer Wachsamkeit, gerade wenn man die Preise etwas versucht zu vergleichen, was ja generell schwierig ist bei Kreuzfahrten. Wenn man etwas mehr Zeit hat, kann man die Preise über einen längeren Zeitraum verfolgen und dann einfach mal schauen, wenn so Angebotsphasen kommen, ob sich da dann großartig was ändert und dann zuschlagen. Und wenn man zuschlagen muss oder wenn diese Angebote da sind, muss man eben auch relativ spontan sein. Und gerade für arbeitende Menschen wie mich zum Beispiel ist es dann mal eben auch immer relativ schwierig, spontan Urlaub zu bekommen, sodass man da auch auf die Angebote zurückgreifen kann. Aber generell Spontanität und Flexibilität ist natürlich wie bei jeder Reiseform, auch bei Kreuzfahrten, immer ganz gut und wirkt sich natürlich meist auch vorteilhaft auf den eigenen Geldbeutel aus. Das soll es dann auch schon gewesen sein. Ein paar Links zu aktuellen Angeboten findet ihr in der Beschreibung. Und wie gesagt, lasst einfach mal einen Kommentar da, was ihr so Erfahrungen gemacht habt mit Schnäppchen. Was waren vielleicht eure größten Schnäppchen? Lasst es mich gerne wissen. Ist auf jeden Fall interessant, ob ihr das vielleicht auch noch toppen könnt mit den 333 Euro. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder mit einem neuen Video. Bis dahin, ciao.